Herzlich willkommen zurück zum Gratiskurs für deine komplette Bewerbungsmappe. Beim letzten Mal, da haben wir uns deinen Lebenslauf angeschaut und wir haben uns angeschaut, wie wir aus so einem kalten, schwarz-weißen Datenblatt einen wirklich wunderschönen Lebenslauf zimmern können, der dem Personaler schon mal gefallen wird. Jetzt geht es im nächsten Schritt um das Thema Anschreiben. Und beim Anschreiben, da habe ich immer viel Raunen und viel Fragen in Vorträgen, wenn ich die auf Karrieremessen oder an Unis halte. Und die größten Fragen sind immer wieder, wie kriege ich es hin, den Personaler in vielleicht ein, zwei Minuten vom Hocker zu hauen, die der mir gönnt, um sich mit mir auseinanderzusetzen im Anschreiben. Und dann sage ich immer, pass auf, das ist eine große Schwierigkeit, weil du vielleicht 20 oder 30 Jahre alt bist und der Personaler 2 oder 3 Minuten Zeit hat für deine Bewerbung. Nicht für die ganze Bewerbung, aber für dein Anschreiben. Und das bedeutet, dass diese 2, 3 Minuten, die er hat, da musst du 20 oder 30 Lebensjahre reinkommen. Kondensieren und das ist ein Lebensjahrzehnt pro Minute. Das ist ganz schön sportlich, das zu schaffen. Das heißt also, das, was wir erleben, ist, wir müssen es schaffen, in dieser kurzen Zeit das Profil des Arbeitgebers zu treffen mit deinem persönlichen Profil, sodass sich das möglichst deckt. Das heißt, du musst zeigen, ich passe zu dem, was ihr in eurem Stellenprofil von euch preisgibt und vielleicht auch die Faktoren mit berücksichtigen, die nicht explizit genannt sind, sondern die du vielleicht nur herausfindest, wenn du mal vorher mit denen telefonierst oder wenn du vorher über Xing oder LinkedIn in Kontakt zu jemandem suchst im Unternehmen und schon mal ein bisschen was in Erfahrung bringst, was du vielleicht in deine Bewerbung mit einbinden kannst. Das ist das Ziel. Das große Problem ist häufig allerdings, dass dein Profil nicht so klein ist, wie wir es jetzt hier haben, sondern dein Profil ist viel größer. Und das führt dazu, dass viele Bewerber viel zu viel von sich erzählen, was unwesentlich ist und eigentlich sich darauf konzentrieren müssten, nur auf diesen kleinen Teil ihres Profils, der wirklich relevant ist fürs Unternehmen. Und im heutigen Teil dieses Gratiskurses zeige ich dir, wie wir das hinkriegen, dass du genau mit dem überzeugst, was das Unternehmen von dir erwartet und dich perfekt präsentierst. Also schauen wir uns das mal direkt an. Wir fangen mal an mit einem Beispiel. Wir bleiben bei dem Henry Heldenhaft aus dem ersten Lebenslaufmodul. Und Henry Heldenhaft bewirbt sich auf eine Position als Planungsingenieur. Als Planungsingenieur hat er den Schwerpunkt erneuerbare Energien vor Augen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie er sich darauf bewirbt. Worauf muss er denn überall achten in der Stellenanzeige? Nun, ich habe es hier schon mal markiert, das ist von 1 bis 9 all diese Punkte. Wir fangen an mit 1, nämlich mit der W-Frage, wer sucht hier überhaupt? Dann kommt die Frage, wer wird gesucht? Frage 3, für welchen Job wird jemand gesucht? Frage 4, welche Anforderungen werden gestellt? Frage 5, wie viel Berufserfahrung ist erforderlich? Welche Hard- und Soft-Skills werden erwartet? Was bieten die dir? Wer ist der Ansprechpartner? Und auf welche Weise solltest du dich bewerben? Wenn du jetzt an dein Anschreiben rangehst, dann immer mit der Stellenanzeige des Unternehmens im Hintergrund. Wenn du vom Unternehmen keine Stellenanzeige hast, weil du dich initiativ bewirbst, dann stellst du dir vor, es gäbe eine Stellenanzeige, denn es gibt in jedem Fall ein Anforderungsprofil für die Position, sonst gäbe es die nicht. Und wenn du nichts da hast, also wenn sie keine Stellenanzeige ausgeschrieben haben, schau dir vielleicht bei einem anderen vergleichbaren Unternehmen mal an, wie eine Stellenanzeige aussieht, weil die bei deinem Wunschunternehmen würde sehr ähnlich aussehen. Und damit kannst du dich zumindest schon mal auf etwas bewerben, was nicht komplett aus der Luft gegriffen ist. Diese 9 mehr oder weniger alle 9 W-Fragen, die musst du für dich gedanklich schon mal durchgehen, um wirklich herauszufinden, was ist für das Unternehmen wichtig, wie ist die Stellenanzeige wirklich formuliert, um den Teil aus deinem Profil herauszukehren, der relevant ist fürs Unternehmen. Das
die größte Schwierigkeit, die viele dabei haben, ist, sie konzentrieren sich auf die Qualifikationen. Sie schreiben, ich habe das und das studiert, ich habe die und die Fähigkeiten, ich habe den und den Abschluss oder war da und da mal im Ausland. Aber das, was der Entscheider am Ende wirklich braucht, ist nicht das Thema Qualifikation. Das ist sozusagen die Voraussetzung für das, was jetzt kommt, nämlich für die Aufgaben. Das heißt, konzentriere dich vor allem im Anschreiben auf die Aufgaben oder auf noch besser die Ergebnisse von den Aufgaben. Nämlich, überleg dir mal, der Entscheider, der stellt dich am Ende dafür ein, dass du ein Problem löst im Unternehmen, dass du eine Aufgabe übernimmst, die, wenn du sie nicht übernimmst und kein anderer übernimmt, die einfach liegen bleibt und die ein Problem fürs Unternehmen bedeutet, weil sie da eine Lücke im Wertschöpfungsprozess haben. Jetzt kommst du da an und sagst, ich habe die und die Qualifikationen. Da weiß der Personaler noch nicht genau, oder der Entscheider, in manchen Fällen ja auch nur, ist kein Personaler, aber der Entscheider, der weiß noch nicht genau, ob du das jetzt auch wirklich lösen kannst. Wenn du dich aber konzentrierst auf die Aufgaben und ihm sagst, pass auf, mit der Berechnung und Planung von komplexen Energieanlagen, da habe ich in der Vergangenheit schon die und die und die Erfahrungen gemacht und die und die Erfolge gehabt, dann wird die ganze Geschichte schon viel interessanter für den Personaler und du schaffst es im Anschreiben nicht einfach nur deinen Lebenslauf wieder zu coinen, sondern wirklich was von Wert zu erzählen und dich wertvoll zu machen für den Personaler. Aber dazu kommen wir gleich. Das, was nämlich die meisten machen, ist dieses Lebensgebirge aus Aufs und Abs hier, wie neben mal zum Beispiel das Thema Teamfähigkeit. Da gibt es Erfolge und mal auch ein paar Misserfolge, aber im Wesentlichen erkennen die meisten und gehen die meisten Bewerber so ran, dass sie sich überlegen, habe ich denn in der Vergangenheit zum Thema Teamfähigkeit schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? Dann überlegen sie sich, ja, hier habe ich ja schon einen Höhepunkt gehabt, da und dort. Und weil sie so viel Erlebnisse dazu haben, aber so wenig Platz haben im Anschreiben, kondensieren sie dieses spannende Thema Teamfähigkeit zu Wolkenworten, nämlich sie schreiben dann einfach nur noch Adjektive, reihen die aneinander, ich bin zielstrebig, teamfähig, ehrgeizig, hochmotiviert und so weiter, was für dich, weil du die Erfahrung dahinter kennst, sehr spannend ist. Für den Personaler klingt es allerdings total grau, weil es wie so in so einem Nebel für ihn ist, weil jeder das schreibt und jeder einfach nur aus diesen eigentlich spannenden, konkreten Einzelerlebnissen sehr abstrakte Wolkenworte bildet, die wie so eine Nebelwolke ihm den Kopf vernebelt. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es jetzt, diese spannenden Einzelerlebnisse, die relevant sind für die Bewerbung, zu identifizieren und dich damit von den anderen abzuheben. Und da gehen wir direkt drauf ein, indem wir jetzt gleich mal die Stellenanzeige uns vorknöpfen. Und wir beginnen damit, dass wir die 5 größten Fehler im Anschreiben uns anschauen. Wir springen mal kurz in die Übersicht und dann im nächsten Schritt zeige ich dir, wie sie wirklich im Anschreiben aussehen und wir verändern das Anschreiben, denn du fängst wahrscheinlich mit deinem Anschreiben auch nicht komplett bei Null an, sondern du hast dich schon mal dran versucht und bist zu mehr oder weniger damit glücklich. Und ich zeige dir hier erstmal mit den 5 größten Fehlern, warum du wahrscheinlich nicht ganz glücklich damit bist und dann zeige ich dir, wie wir es zusammen besser hinkriegen. Okay? Also, das erste Thema, was häufig für viele ein großes Problem verursacht, sind die Floskeln, sind Wolkenworte, wie wir sie gerade schon mal gezeigt haben, häufig sehr abstrakte Adjektive. Dann wird sich häufig zu sehr auf die Handlung und zu wenig aufs Ergebnis konzentriert. Da zeige ich dir gleich noch was zu, nämlich eine Formel, die dich ganz einfach zum Erfolg führt. Dann ist es oft zu lang oder zu ungünstig formuliert, irrelevant oder unpassend und es wird häufig der Mehrwert fürs Unternehmen nicht gezeigt. Was meinen wir jetzt damit? Ich zeige dir mal, wie das hier zum Beispiel aussieht. Wir haben hier ein Anschreiben. Das ist jetzt mal nicht von Henry heldenhaft, sondern von Henry nicht so held. Und Henry nicht so held hat dieses Anschreiben für uns sozusagen die Vorherversion geschrieben. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie wir es verbessern und ausgangsweise erstmal, welche Fehler wir identifizieren. Ein paar Punkte, die uns sofort auffallen, sind zum Beispiel hier die unpersönliche Ansprache. Wir gehen mal durch. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen bin ich auf Ihr Stellenangebot bei neuerjob.de aufmerksam geworden. Die darin geschilderten Aufgabenbereiche interessieren mich sehr, denn sie geben mir die Möglichkeit, mich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Daher bewerbe ich mich bei Ihnen. Erstmal natürlich okay, es ist grammatikalisch jetzt nicht verkehrt, aber inhaltlich völlig langweilig. Denn A, es schreibt fast jeder sowas.
auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Das ist sehr abstrakt, das ist eine Floskel. Das hat sich jemand einfach nur so genommen, weil er gesagt hat, okay, das schreiben wahrscheinlich alle. Damit kann ich nichts schiefgehen, kann nichts schiefgehen und kann ich nichts verkehrt machen. Aber es ist langweilt halt, ne? Und dann geht es weiter mit, die geschilderten Aufgabenbereiche interessieren mich, sie geben mir die Möglichkeit, mich fachlich weiterzuentwickeln. Ne, wir gucken mal kurz hier nochmal rein. Das ist kein Mehrwert, der hier fürs Unternehmen gezeigt wird. Und in dem Moment, wo es nicht fürs Unternehmen interessant ist, ist es im Prinzip, muss es auch nicht ins Anschreiben hinein. Wir gehen mal weiter. Durch mein Studium im Bereich erneuerbare Energien an der LMU München bin ich davon überzeugt, alle Voraussetzungen für diese Tätigkeit mitzubringen. Denn während meines Studiums konnte ich die erworbenen Kenntnisse bereits in einer 5-monatigen Tätigkeit, um Gottes Willen. Hier haben wir das typische Thema, was wir hier. Ich springe mal kurz zurück. Zu lang, Thema 3, Fehler 3, zu lang ungünstig formuliert. Was viele Bewerber verkehrt machen und was du vielleicht in deinem eigenen Anschreiben auch schon gesehen hast, ist die Formulierung. Die Formulierung ist zu lang. Im Anschreiben speziell konzentrieren wir uns auf eine Art Schreiben fürs Hören. Schreiben fürs Hören, das ist so ein bisschen wie für einen Podcast, fürs Radio. Und da kann der Leser, wir gehen mal davon aus, der Leser kann nicht mit dem Auge oder beim Hören kann er nicht nochmal zurückspulen und sagen, oh, was habe ich denn da verpasst? Was ist denn da gerade Interessantes passiert? Denn das macht der Personaler am Ende nicht. Der Personaler, der guckt nicht nochmal, was habe ich denn da jetzt gerade überlesen? Wenn der müde wird, dann ist die Information verloren. Der nimmt sich jetzt nicht deshalb nochmal 2, 3, 4, 5 Minuten mehr, nur weil du kompliziert geschrieben hast. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine Art von Schreiben fürs Hören wählen. Und das allererste, was dafür Gültigkeit besitzt, ist, schreib kurz. Das heißt, kurze Sätze, und zwar Sätze, die kannst du selber testen, nicht länger sind eigentlich im Schnitt als 13 bis 15 Worte. Wenn die länger sind, dann vielleicht mal, aber nicht regelmäßig und nicht viele. In den allermeisten Fällen geht es ganz einfach, dass du einfach hier zum Beispiel sagen kannst, durch mein Studium im Bereich erneuerbare Energien an der LMU in München bin ich davon überzeugt, alle Voraussetzungen für diese Tätigkeit mitzubringen. Punkt. Ne? Hier können wir einen Punkt machen und dann geht der nächste Satz nicht mit denn los, sondern während meines Studiums konnte ich. Punkt, Punkt, Punkt. Wir überarbeiten das Ding mal gleich komplett, aber es zeigt schon mal, dass dieser erste Satz viel, viel kürzer ist und viel, viel leichter zu erfassen ist. Das kannst du ganz einfach auch herausfinden, indem du die Worte eines Satzes alle markierst und dann hier unten schaust, wie viele Worte hat denn der Satz eigentlich? Das gesamte Anschreiben wird hier auch in Worten nochmal ausgedrückt, nämlich 252 Worte für das gesamte Anschreiben. Im Endeffekt sollte das Anschreiben nicht mehr Worte haben als 300, so ungefähr. Das variiert ein bisschen, je nachdem, ob du eher in die Forschung gehst, wo Menschen wie vielleicht ein Professor gewohnt ist, längere Texte zu lesen oder vielleicht auch mal im juristischen Bereich oder sowas. Aber umso kürzer dann in verkäuferischen Bereichen, wo du vielleicht unternehmerisches Geschick beweisen musst und auf keinen Fall den Personaler langweilen willst auf den ersten Blick, dann halte das Anschreiben lieber ein bisschen kürzer. Dann schauen wir mal weiter. Während meines Studiums konnte ich die erworbenen Kenntnisse, blablabla, das hatten wir gerade. Ich habe meine Berufserfahrung durch meine studentische Nebentätigkeit im Büro Ingenieurbüro Klitze und Klein. Seit 11.2013 bin ich als Planungsingenieur da angestellt, durch die vielen unterschiedlichen. Total langweilig, stellen wir erstmal fest. Und das liegt daran, dass die Sachen eher auf Action statt Result konzentriert sind, also eher auf die Handlung statt auf das Ergebnis und auch einfach zu abstrakt, zu allgemein gehalten sind, nicht klar wird, wo der Mehrwert fürs Unternehmen ist. Durch die vielen unterschiedlichen Erfahrungen konnte ich bereits meine sehr gute Teamfähigkeit, meine Führungsqualitäten unter Beweis stellen. Da haben wir wieder diese Floskeln. Es machte mir großen Spaß, komplexe Projekte in enger Zusammenarbeit mit meinen Kommilitonen oder Mitarbeitern auszuarbeiten. Da wird nichts deutlich von dem, was den Bewerber eigentlich auszeichnet. Wir haben ja gerade im letzten Modul schon herausgefunden, wer ist denn eigentlich dieser Henry Heldenhaft? Was hat er schon Spannendes erlebt? Welche Schwerpunkte hatte der schon, ne? Wir haben ja hier im Lebenslauf schon alle möglichen Punkte zu seiner Tätigkeit als Planungsingenieur drin. Davon steht hier nichts. Das heißt also, so bleibt die Bewerbung immer nur an der Oberfläche. Und falls du jetzt fragst, heißt das, dass ich tiefer ins Detail gehen muss? Ja. Und das kann auch bedeuten, dass du, wenn du dich auf unterschiedliche Positionen bewirbst, die
inhaltlich voneinander abweichen, dann unterschiedliche Anschreiben brauchst. Und das heißt auch ein bisschen Aufwand aufzubringen. Aber ansonsten brauchst du dich auch wahrscheinlich gar nicht zu bewerben, weil der Personaler sagt, na, das ist so 0815 Anschreiben. Da hat sich's einer leicht gemacht. Der will hier ja gar nicht so sehr her, sonst hätte er sich mehr Mühe gegeben. Zack, gleich auf den Ablagenstapel. Und dann ist diese Effizienz, die du da beim ersten Mal bei der Bewerbung gezeigt hast, dann ist die halt leider auch verkehrt, denn dann arbeitest du so effizient, dass du halt leider den Effekt, die Effektivität verpasst und eben nicht den gewünschten Effekt erreichst, nämlich eingeladen zu werden. Und das ist das, was zu alleroberst als Ziel stehen sollte. Ich würde sagen, wir schauen uns mal einfach dieses Anschreiben nicht mehr direkt jetzt weiter an, sondern wir springen mal da rein, wie wir es verändern würden. Und zwar, zuallererst nehmen wir den kompletten Text, den du jetzt vielleicht auch schon hast, irgendwo ein Anschreiben, was du in einer extra Word-Datei hast, und wir klicken oben in die allererste Zeile und lassen die Taste, die Maustaste gedrückt und kopieren den kompletten Text. Das machen wir, indem wir alles markieren, Rechtsklick, Kopieren klicken und dann gehen wir in die Mappe, die wir vorher schon hatten, hinein. Das heißt, die öffnen wir ebenfalls. Wir sehen hier den schönen Lebenslauf von gerade eben. Hier klicken wir jetzt einfach mal ganz oben in den Rand. Hier habe ich jetzt raufgeklickt und drücken ein paar Mal Enter. Das war's schon. Jetzt klicken wir hier in den leeren Raum, Rechtsklick, Einfügen. Und fügen jetzt hier einfach den Text ein, den wir gerade eben in dem anderen Dokument kopiert haben. Jetzt lassen wir den ganzen Teil erstmal so, wie er ist. Der wird sich ohnehin noch ein bisschen hin und her verschieben und konzentrieren uns hier wirklich nur aufs Anschreiben. Als erstes geht es jetzt darum, die Schrift nochmal anzupassen. Das heißt, normalerweise haben wir hier Kalibri von dem, was wir wahrscheinlich vorher bearbeitet haben, was du vielleicht in deinem bisherigen Anschreiben drin hast. Hier in der Vorlage haben wir hingegen Arimo, je nachdem, wo wir hinklicken, auch Monda. Oder wenn du eine andere Vorlage als diese heruntergeladen hast von lebenslaufdesigns.de, dann eine andere Schrift. Ich habe die Schrift Monda bei mir nicht installiert. Wenn ich jetzt mein Anschreiben hier mit einfüge und möchte, dass das am Ende alles in einer Schrift ist und ich suche hier nach Monda, dann findet der die nicht. Das liegt daran, dass ich Monda noch nicht installiert habe. Du gehst also einfach in den Ordner, den du bekommen hast beim Runterladen des Lebenslaufs und gehst in den Ordner Monda hinein oder die andere Schrift, die du bei deiner Mappe mit dabei hast, klickst hier auf diese TTF-Dateien, doppelt drauf und klickst einfach nur auf Installieren. Dann dauert es einen kleinen Augenblick und dein Computer installiert die jeweilige Schrift. Du kannst das wieder schließen und damit ist die Schrift auf dem Computer gespeichert und schon installiert. Das Einzige, was wir jetzt kurz machen, ist, wir speichern einmal ganz kurz das Dokument, schließen es, na, wir speichern, können wir hier kurz auf Speichern klicken. Schließen Word einmal kurz. Jetzt haben wir die Schriften installiert und markieren einfach den Teil des Textes, den wir in der neuen Schrift haben wollen. Wählen die Schriftart für den Haupttext an, ändern den Haupttext und schon sehen wir links, Arimo ist installiert und kann angewählt werden. Das hier rechts lassen wir noch für einen Moment so. Lass dich davon nicht irritieren, dass das ein bisschen durcheinander aussieht. Das gucken wir uns gleich noch konkret an. Jetzt schauen wir uns dieses Anschreiben an. Als allererstes fallen natürlich ein paar Dinge auf. Hier hast du eine klassische Henry nicht so erhält Kopfzeile, die aber nur hier ist und nicht auf den anderen Blättern. Es wäre doch auch ganz schön, wenn die hier im Lebenslauf oben stünde, oder? Deswegen nehmen wir diesen Text einfach, markieren ihn, klicken auf Ausschneiden und klicken dann hier oben in den Rand des Dokuments. Dann öffnet sich der Punkt Kopfzeile. Im Punkt Kopfzeile gehen wir hier oben auf Einfügen, klicken drauf und geben hier ein Textfeld ein. Klicken hier auf Textfeld erstellen oder etwas ähnliches, was bei dir steht und ziehen einfach mal von ganz links bis nach ganz rechts mit gedrückter Maustaste ein Feld hier, so ein Textfeld mit auf.
Und jetzt können wir hier in diesem Textfeld mit der rechten Maustaste auf Einfügen klicken und alles dort einfügen, was jetzt gerade sich im Zwischenspeicher befindet. Das ist natürlich noch viel zu groß und geht mitten in den Text rein und sowas. Das ändern wir jetzt einfach, indem wir hier die Schriftart etwas kleiner machen. Das heißt also, wir markieren alles, klicken hier rein, kopieren alles und gehen auf Start und die Schriftart erstmal auf 9 hinunter oder sogar auf 8. Ich würde mal hier von einer 9, eine 9 empfehlen, das reicht. Jetzt sorgen wir nur dafür, dass die Informationen erstmal in einer oder zwei Zeilen zusammengefügt werden. Und schon haben wir eine richtig schöne Kopfzeile, die dann auch auf den anderen Bewerbungsblättern zu finden ist. Wir machen das hier einfach mal und fügen ein paar Zeilen mit ein in 1, 2, 3, 4, 5 Heldenhausen. Und die Kontaktdaten können wir so dalassen. E-Mail. Und das machen wir mit ein paar Mausklicks einfach. Die Telefonnummer müssen wir da nicht nochmal vorher schreiben. Das ist klar, dass das die Telefonnummer ist. Und jetzt machen wir nichts anderes, als das hier zu markieren nochmal und hier auf mittig zum Beispiel zu gehen. Und schon haben wir hier eine Kopfzeile, die auf allen Blättern wieder auftaucht. Jetzt setzen wir hier vielleicht nochmal einfach mit Einfügen eine Form, einen Strich darunter. Wir klicken auf Formen, wählen hier einen ganz einfachen Strich, eine Linie aus und ziehen die Linie von hier links ganz rüber nach da rechts. So, wenn du jetzt die Taste Shift gedrückt hältst, kannst du dafür sorgen, dass diese Linie nicht so schräg wird, sondern so gerade ausgerichtet wird. Das mache ich hier jetzt einfach mal. Zack, und schon ist die Linie schön gerade. Die Farbe der Linie kann ich hier direkt auch wählen, indem ich hier auf diesen Stift gehe und die Formkontur ändere. Und ich nehme jetzt mal einfach nur schwarz. Die Linie verschiebe ich jetzt noch ein kleines bisschen nach unten und klicke hier in den Text wieder doppelt rein. Jetzt wird das hier oben zu einer etwas milchig, so schattierten Farbe. Und wir sehen, ohne dass wir jetzt hier irgendwas anderes geändert haben, wir haben diese Kopfzeile jetzt auch hier schon direkt drin, was super ist, denn dadurch wirkt, wenn wir es uns mal im Gesamtbild anschauen, die gesamte Mappe schon eher wie eine komplette Mappe. Es ist noch ein bisschen chaotisch, da kümmern wir uns gleich drum, aber wenn ich hier schon nur ein, zwei Mal draufklicke und hier ein paar Mal zurückwähle, schon sieht das Ganze noch mehr aus wie ein einziges vernünftiges Layout. Aber erstmal weiter hier im Anschreiben. Wir haben jetzt hier direkt die Firma. Was auffällt ist, wir haben keinen Ansprechpartner oder eine Abteilung genannt. Bisher landet die Bewerbung also einfach nur irgendwo beim Adressaten oder auch nicht, weil es nicht angegeben ist, dass es hier um eine Personalangelegenheit geht. Deswegen entweder wir schreiben hier rein Personalabteilung oder wir schreiben direkt das rein, was wir in der Stellenanzeige finden. Wir springen also hier in die Stellenanzeige rein. Ich gehe mal hier zurück. Wo habe ich sie? Und zwar hier. Und zwar ist hier unten drin genannt, ne, nämlich wer ist der Ansprechpartner, Punkt 8. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins an Melinda Muster. Okay, Melinda Muster wird also hier adressiert, Melinda Muster. Und hier haben wir schon mal alles richtig gemacht. Berlin, den 32.02.2017, ist auch sehr gut. Das heißt, hier machen wir natürlich das Gleiche, was wir im Lebenslauf auch hatten. Wir löschen das hier und fügen hier auch wieder eine Datumsfunktion ein. Was du dadurch erreichst, ist, dass dir nicht auf dem einen Blatt ein anderes Datum reinrutscht als auf dem anderen. Hier klicken wir einmal vor Berlin, gehen auf Start und hier dann auf rechtsbündig. So sorgst du dafür, dass dieser Datumsteil immer rechtsbündig bleibt und nicht irgendwo untergeht, so wie jetzt hier im Fall dieses Bewerbers passiert. Den Punkt hier, ne, das kommt gerne mal vor, dass hier mal irgendwelche Lücken oder Punkte vergessen werden.
Das sorgt immer dafür, dass der Personaler Angst hat, dass du überhaupt sorgfältig arbeiten kannst. Und deswegen achte auch auf solche kleinen Details. Bewerbung als Planungsingenieur, Stellenanzeige bei neuerjob.de. Das ist die Betreffzeile. Hier kommt in die Betreffzeile nicht mehr davor, wie man das früher mal gemacht hat, Betreff oder sowas. Da kommt auch nicht irgendwas anderes sonst mit rein, außer wirklich Bewerbung als und die Jobposition. Und darunter die Referenznummer, wenn es eine gibt, oder wo du die Stellenanzeige gelesen hast. Das zeigt auch direkt, dass du nicht nochmal darauf eingehen musst in der Bewerbungs-, in dem Text, wo du die Stellenanzeige jetzt gelesen hast oder dass du dich hiermit bewirbst oder irgendwie sowas, weil das ist ja hier oben schon erwähnt. Und damit langweilst du an der Stelle nur, wenn du hier unten nochmal schreibst, hier daher bewerbe ich mich oder irgendwie sowas in der Art. Statt sehr geehrte Damen und Herren wirkt es viel persönlicher, wenn wir jetzt die Frau Muster direkt ansprechen. Sehr geehrte Frau Muster. Und jetzt gehen wir nicht auf solche abstrakten Sachen ein, wie wir sie hier haben, sondern wir gehen darauf ein, was wir als Henry Heldenhaft wirklich schon für ein Alleinstellungsmerkmal haben, was andere nicht haben. Und zwar zeige ich dir dafür jetzt eine schöne Formel. Das sieht so aus. Ich springe mal ein bisschen hier vor. Und zwar nennt sich die Formel die K-Formel. Mit der K-Formel zeigst du, warum du wertvoll bist fürs Unternehmen. Die K-Formel heißt K-Formel, weil sie aus drei Buchstaben besteht, C-A-R. C steht dabei für Konflikt. Das heißt, wie sah ein Problem aus in der Vergangenheit, was du in Zukunft auch lösen musst. Das ist das Konflikt fürs Unternehmen. Das ist das, wofür sie dich einstellen am Ende, nämlich dafür, dass du es löst. Die Action, wie hast du es gelöst? Was hast du konkret getan? Was waren die Schritte dahin? Und R, Result, wie sah dein Ergebnis aus? Wie hast du es geschafft, also ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen? Und die meisten Bewerber sind bei diesem Thema Ergebnis viel zu vorsichtig. Das hängt damit zusammen, dass wir oft denken, mein Ergebnis ist ja nicht wirklich meins, sondern das ist ja ein Teamerfolg oder die gesamte Abteilung hat es erreicht oder das Unternehmen. Und ich kann nicht genau sagen, was ich jetzt da wirklich zu beigetragen habe, also lasse ich es weg und schreibe nur, was ich getan habe. Du spürst aber schon, was das Problem dabei ist, nämlich wenn du nur schreibst, das und das habe ich getan, dann weiß der Personaler nicht, ob du das auch geschafft hast, ob du das erfolgreich gemacht hast. Und was dabei ganz besonders hilfreich ist, ist, wenn du das Ergebnis quantifizierst, wenn du es schaffst, eine Zahl oder eine Prozentzahl, eine absolute Zahl zu nennen für das Ergebnis. Zum Beispiel, wir haben den Umsatz um 5% über den Zeitraum von 3 Jahren regelmäßig gesteigert. Oder ich habe es geschafft, die Kundenfluktuation zu reduzieren von 3% auf 1%. Oder wir haben 15 neue Forschungsprojekte angestoßen. Was auch immer das ist, es lässt sich bei fast allen Bewerbern irgendwas finden, was sich in Zahlen ausdrücken lässt. Und dadurch wird es viel glaubwürdiger, was du tust, denn wir kommen von diesen Wolkenworten, ich bin zielstrebig und erfolgreich, runter zu, ich zeige hier, ich belege, dass ich erfolgreich war, mit ganz konkreten Zahlen. Dann stell dir mal vor, hier wird dein Gehalt gefordert. Dein Gehalt hat eine Zahl. Dein Gehalt ist etwas, wofür das Unternehmen Geld ausgeben muss. Personalkosten sind einer der größten Kostenfaktoren im Unternehmen heutzutage. Und du musst zeigen, dass du dieses Geld wert bist, dass da genauso ein messbarer Wert dem gegenübersteht, der fürs Unternehmen größer ist. Denn nur wenn dieser Wert fürs Unternehmen größer ist als das, was sie für dich ausgeben, dann stellen sie dich ein. Ne? Und das müssen wir möglichst darlegen, indem wir das dem Personaler schon abnehmen, indem wir für ihn überlegen, okay, mein Wert für dein Unternehmen ist so groß, deswegen ist das, was ich fordere, was viel kleiner ist, ein Schnäppchen für dich. So, schauen wir uns also an, wie wir das hier umsetzen mit der K-Formel im Anschreiben. Konflikt, Action, Result. Das bleibt uns immer im Hinterkopf. Als erstes achten wir nochmal darauf, dass wir bei der Anpassung uns auf die Aufgaben fokussieren. Das heißt nicht auf die Qualifikation oder irgendwas anderes, sondern bevor wir mit irgendwas anderem beginnen, müssen wir uns hier die 4 Aufgaben
nochmal vor Augen führen, die dieses Unternehmen möchte. Sie brauchen jemanden zur Berechnung und Planung komplexer Energieanlagen. Sie brauchen jemanden zur Berechnung von Heizlast etc., für die Auslegung von Anlagenkomponenten und für die Erstellung von technischen Zeichnungen, für die Cut-Zeichnungen, Stücklisten und so weiter. Das bedeutet also, wenn wir als Henry heldenhaft hier rangehen, dann fragen wir uns vorher, wo haben wir in unserem Lebenslauf eigentlich schon was gemacht, was genau dazu passt. Wir haben es wahrscheinlich im Studium schon mal gelernt, wir haben es wahrscheinlich schon sogar hier in der letzten Tätigkeit als Planungsingenieur gemacht. Das heißt, anstatt jetzt zu schreiben, hiermit bewerbe ich mich, schreiben wir schon direkt das, was den Personaler interessiert, in den ersten Satz. Das heißt also, oder für die Personalerin in diesem Fall, sehr geehrte Frau Muster, bereits seit 2013 bin ich als Planungsingenieur mit der Berechnung und Planung von komplexen Energieanlagen betraut. Punkt. Darüber hinaus habe ich bereits im Studium ein Ingenieurbüro bei der Erstellung von CAD-Zeichnungen unterstützt und lege Ihnen nachfolgend kurz weitere Gründe dar, warum ich für Sie der geeignete Kandidat bin. Punkt. Das ist erstmal was für eine allererste Überlegung, nämlich bereits seit 2013 bin ich als Planungsingenieur mit der Berechnung betraut. Ich habe also schon Erfahrung da drin und ich habe diese Firma, dieses Ingenieurbüro in einer zweiten Tätigkeit unterstützt, die für diese Position wichtig ist. Wir haben also schon mal für die komplexen Energieanlagen etwas genannt und für die technischen CAD-Zeichnungen. Jetzt geht es daran, die K-Formel zu nutzen und umzusetzen. Die K-Formel funktioniert wie folgt. Wir überlegen uns also Situationen aus der Vergangenheit, in denen wir die Konflikte, die jetzt auch im neuen Unternehmen auf uns warten, gelöst haben in einer ähnlichen Art und Weise. Wir können also zum Beispiel sagen, bei meinem aktuellen Arbeitgeber KMX Energy, ich schaue hier nur links, um mal zu gucken, was haben wir eigentlich in unserem Lebenslauf so alles geschrieben. Ich habe da kein fertiges Anschreiben liegen, sondern einfach nur mal dafür. Bei meinem aktuellen Arbeitgeber KMX Energy bestand die Aufgabe für das Block Heizkraftwerk Nebendings die Planung der kompletten Anlage zu koordinieren mit meinem Team aus 6 Mitarbeitern übernahm ich dabei die komplette Überwachung des Prozesses bis zur Prüfung oder bis zur abschließenden Prüfung nach x Monaten, 6 Monaten oder sowas, Monaten, die, und jetzt kommen wir zu dem Ergebnis, jetzt sind wir bisher im Prinzip mit dem Konflikt, ne? Was war die Aufgabe hier, dann was haben wir getan, wir haben mit unserem Team aus 6 Mitarbeitern, das kann auch irgendwas völlig anderes sein, ich spinne mir jetzt hier irgendwas zusammen, aber ich habe die komplette Überwachung mit dem Team zusammen übernommen, wir haben also auch schon die Teamfähigkeit anders mit drin, als einfach nur zu schreiben, ich bin teamfähig, sondern wir haben sie hier mit dem Team schon mit drin und jetzt kommt das Ergebnis, wir konnten das Ziel im Rahmen der gesetzten Frist erfolgreich fertigstellen. Das Kraftwerk produziert seitdem x Kilowattstunden, ich weiß nicht genau, wie man es schreibt, wahrscheinlich so oder so in etwa Kilowattstunden
Strom und arbeitet zuverlässig im Rahmen der Budgetvorgaben oder sowas in der Richtung. Wie gesagt, es geht nicht darum, was ich jetzt hier schreibe, es geht nicht um den Inhalt des Ganzen konkret. Es geht darum, dass du erkennst, dass hier eine Formel dahinter steht. Nämlich das, was wir hier haben, ist das C für die K-Formel. Dann haben wir hier mit dem Team aus 6 Mitarbeitern übernahm ich die komplette Überwachung. Das ist das A für die Action. Und das, was wichtig ist, ist, das Kraftwerk produziert seitdem x Kilowatt Strom. Oder wir haben es geschafft, eben das Budget einzuhalten. Oder wir sind sogar noch innerhalb der zeitlichen Frist fertig geworden. Oder. Und sowas können wir eben auch übernehmen für die anderen Aufgaben, die hier haben. Das heißt also, wir haben im Lebenslauf drinstehen die Erstellung von technischen Zeichnungen. Wenn ich mir den Lebenslauf von dem Henry anschaue, dann haben wir die technischen Zeichnungen hier im studentischen Nebenjob schon erledigt. Das heißt also, hier habe ich mitgewirkt schon im Studium habe ich mitgewirkt an der Erstellung technischer Zeichnungen, besonders für, ne, das ist jetzt sozusagen, wir beginnen mit A, jetzt kommt nachgelagert das C, nämlich für die Großkunden im Energiesegment oder irgend sowas, was auch immer dann relevant ist. Es gelang mir dabei, 14 Kunden zufriedenzustellen oder 14 technische Zeichnungen für Kraftwerke fertigzustellen, was überdurchschnittlich viel war oder sowas. Das ist noch so ein bisschen mit so einer Moral von der Geschichte oder sowas oder so einer kurzen Darstellung nochmal näher präzisierst. Ne? Gleiches gilt dann für die Tätigkeit als Werkstudent, denn hier hat er ja auch schon mal an der Auslegung von Anlagenkomponenten mitgewirkt. Was war so ein kleiner Konflikt, an den du dich erinnerst bei deinen vergangenen Situationen in deinem Lebenslauf, die du anbringen kannst, die jetzt hier für den Personaler, für den Entscheider einen Wert darstellen? Das ist ganz, ganz entscheidend. So, ich lasse jetzt mal die anderen Punkte hier raus. Das ginge jetzt im Prinzip genauso weiter in der Reihenfolge der Wichtigkeit. Das heißt also, du schaust einfach hier so einen einleitenden Absatz für, wie bei so einem Blogartikel, kurz, was erwartet den Leser jetzt gleich beim Lesen des Blogartikels, sodass er sagt, ah, das ist für mich interessant. Dann bringst du 2 oder 3 solcher Car-Stories mit vor, wo die Themen wie Mitarbeiter oder wie Teamfähigkeit schon mit drin sind. Und am Ende führst du das Ganze zu einem Satz, wo du eventuell nochmal auf deine Soft Skills eingehst. Das heißt also sowas wie unternehmerisches Denken, was wir bestätigen können, indem wir nochmal darauf hinweisen, dass wir hier zum Beispiel in unserer Freizeit sogar uns über die verpflichtenden Tätigkeiten hinweg an einem Ingenieur-Junior-Stammtisch beteiligen und dem sogar vorsetzen. Vielleicht ist das unsere Idee. Und das kann so ein kleiner Abschluss sein im Anschreiben, dass wir halt sagen, meine unternehmerische Kompetenz belege ich schon regelmäßig durch die Leitung eines Ingenieur-Junior-Stammtisches, dem ich mich angeschlossen habe und dessen Vorsitz ich übernommen habe, um den Austausch mit anderen Unternehmern zu suchen. So, abschließend ist wichtig, wenn du ein wirklich überzeugendes Anschreiben hast, dann kommt da kein Konjunktiv rein. Da kommt nicht, ich würde mich freuen über eine Rückmeldung oder sowas oder hätten Sie vielleicht Zeit für ein Telefonat oder sowas, sondern kommt eine bewusste Aufforderung. Im Englischen sagt man ein Call to Action, ein Handlungsaufruf. Das ist also kein Bittstellen, sondern wirklich eine selbstbewusste Aufforderung. Und das bedeutet, so eine ganz einfache Formulierung kann eine Wenn-Dann-Formulierung sein. Wenn mein Anschreiben, wenn mein Profil Ihr Interesse geweckt hat, dann freue ich mich auf Ihren Anruf und schreibt denen durchaus auch schon mal die Nummer rein, unter der Sie sich melden können. Ne? Wenn ich Ihr Interesse wecken konnte, freue ich mich auf das persönliche Kennenlernen. Sie erreichen mich unter der Telefonnummer 0171 und so weiter.
fertig. Ne? Dann Schlussformel mit freundlichen Grüßen ist immer so ein klein bisschen abgedroschen. Nimm vielleicht irgendwas wie mit besten Grüßen oder sowas oder mit herzlichen Grüßen, was nicht ganz so MFG-mäßig ist. Und was du nochmal als kleinen Geheimtipp mit beherzigen kannst, ist eine PS-Zeile nach der Unterschrift. In dieser PS-Zeile kannst du nicht unbedingt Fakten unterbringen, die gehören ins Anschreiben meistens, aber du kannst es nutzen, um so ein bisschen Sympathie aufzubauen, zum Beispiel indem du dich auf ein Telefonat beziehst. Bevor du also das Anschreiben abschickst, hast du vielleicht mit denen schon mal ein freundliches Telefonat geführt. Hier, der Henry telefoniert mit der Melinda Muster und findet irgendwas, worüber die lachen können, dann kann er sich darauf im PS, in der PS-Zeile beziehen. Alternativ kannst du vielleicht irgendwie nochmal einen Zusatznutzen aufzeigen und sagen, hey, wenn sie es geschafft haben bis hierher, nicht die Laune zu verlieren im Anschreiben, dann schauen sie sich bitte auch nochmal meine Homepage an. Das ist nicht in jedem Bereich relevant, weil in den kreativen Bereichen ist das wichtiger als in einem Ingenieurberuf, aber dann ist es vielleicht das Xing-Profil, was jemand interessant findet und auf den du den hinweisen kannst, indem du also hier einfach nochmal schreibst, nach der Zeile hinten, ne, PS, mehr Infos zu mir finden Sie auch in meinem Xing-Profil unter http und so weiter. Und das könnte da rein oder eben sowas wie, ich freue mich an unser interessantes Telefonat anzuschließen und möchte gerne mehr über Thema XY erfahren, was die Personalerin, der Personaler vielleicht gerade vorher im Telefonat erwähnt hat. Ne? Dadurch haben wir also schon den Punkt Anschreiben fertig. Wir haben jetzt alles richtig gemacht, um hier den Lebenslauf zurechtzuziehen. Wir klicken also hier einfach nur in den blauen Kasten rein, je nachdem wie deine Vorlage aussieht, und ziehen den hier rüber mit der Maus, sodass der da jetzt wieder richtig aussieht. Gucken uns nochmal an, ob alles andere passt. Das passt, das geht bis darunter. Hier können wir nochmal einmal höher gehen, vielleicht sogar noch ein zweites Mal höher gehen. Prima. Und schon sieht das Ganze fast aus wie aus einem Guss. Was man noch zum Thema Layout machen kann, wie es jetzt noch weitergehen kann mit dem Deckblatt, um das Ganze noch abzurunden, und auch mit dem Anlagenverzeichnis, das zeige ich dir im nächsten Modul. Also sei gespannt, denn jetzt kommt der Höhepunkt, jetzt wächst wirklich das gesamte Kunstwerk zu einem Gesamtkonzept zusammen. Und nur wenn es ein Gesamtkonzept ist, dann merkt der Personaler auch, das hat man nicht irgendwo zusammengeklaubt oder sowas. Das ist nicht aus dem Internet kopiert oder so, sondern da hast du dich wirklich hingesetzt und dir Mühe gegeben. Also sei gespannt. Im nächsten Modul geht es um dein Deckblatt, es geht um dein Anlagenverzeichnis. Und wir haben jetzt schon dein Anschreiben, wir haben einen Hammer-Lebenslauf. Und damit alleine bist du schon in der Lage, dem Personaler wirklich zu zeigen, dass du der geeignete Kandidat für ihn bist. Also sei gespannt auf das, was jetzt noch kommt. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, dass wieder was Brauchbares für dich dabei war. Wenn ja, dann sei auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.